und Herren. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist etwas faul im Staate, und zwar nicht nur in unserem. Allenthalben gähnt uns eine gewaltige Sinnlehre entgegen. Und jeder beklagt das weltweite Wertedefizit. W-W-W-Punkt. Aber keiner will es gewesen sein. Eins ist jedenfalls gewiss, wir stecken tief drin. In einer allumfassenden Krise. Was ist denn da passiert? Da ist etwas aus den Fugen geraten, und zwar in unserem ethisch-moralischen Überbau. Und während erste Flammenzungen der Apokalypse Zeugnis geben vom drohenden Inferno, fragen wir uns bangen Herzens, wo bleibt die Rettung? Kreist da etwa bereits ein neuer Messias in der Watteschleife und lauert auf seine prophetische Landeanweisung, sprich Verkündung? Wer aber soll den Lotsendienst der Offenbarung übernehmen, wenn es doch keine Propheten mehr gibt? Und an diesem Punkt, meine Damen und Herren, darf ich Sie beruhigen, es gibt einen. Jawohl, es zieht wieder ein echter Prophet durchs Land, ein Verkünder des Guten. Ist auch kein gänzlich Unbekannter, der da gleich zu Ihnen sprechen wird. Ich jedenfalls ziehe mich jetzt in aller zur Gebote stehenden Bescheidenheit zurück und mache Platz für Nuppi, den Täufer. Halleluja. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, mir ist doch glatt vor kurzem, direkt nach meinem Auftritt bei Was bin ich, ein Engel des Herrn erschien. Ich schlief gerade in meiner Garderobe den erquickenden Schlaf des Gerechten. Da trat eine riesige, gefiederte Lichtgestalt vor mich hin. Mindestens 1,65 Meter hoch. Blickte auf mich herab. Und sprach mit zürnender Zunge: Nuppi, hast du denn wirklich nichts Besseres zu tun, als mit zwei abgehalfterten Comedy-Gurken und einer übergewichtigen Schmuddeltalk-Tusse blöde Berufe zu raten? Draußen im Lande feiert Satanas seinen Siegeszug durch die Institutionen und du fütterst Sparschweine mit Heiermännern. Geh also hin und verkünde allem Volke, was ich dir nun mitzuteilen gedenke, im Namen der heiligen Dreifaltigkeit. Nuppi, sprach der Engel, du seiest der letzte aller Propheten. Denn so lautet der Wille des Herrn, also mach gefälligst was draus, sonst kriegst du Ärger. Und mit einem gewaltigen Sphärenton entschwebte der Engel und ließ mich in Demut und Ratlosigkeit zurück. Aber dann habe ich mich an meinen alten Job als Arbeitsminister und Kanzlerkrücke erinnert. Und da hat mich dann auch gleich wieder alle Ehrgeiz gepackt. Ich habe meine Jesuslatschen ausgemottet, mir ein paar Heuschrecken gegrillt und beim Rentnerschwimmen ein paar Altsozis von hinten zwangsgetauft. Ja, das kann ich beschwören, so wahr ich Nuppi der Täufer bin. Kommt also zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, denn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, diese unsere Republik wird vom leibhaftigen Antichristen regiert. Gerhard Schröder, ihr lieben ahnungslosen Leute, ist nicht der, für den ihr ihn alle haltet. Er ist das fleischgewordene Böse im Brioni-Zwirn. Und jedes Mal, wenn diesem satanischen Sozi das Umfragewasser bis zum Hals steht, er stampft da mit seinem Pferdehuf auf und schon passiert's. Krisen, Kriege, Katastrophen. Das Böse manipuliert die Elemente zu seinen Gunsten und das Gute verliert die Wahl. Nein, ich bin nicht der Messias. Ich bin lediglich die Quotenfrau aus dem Osten, der man immer alles schön die Schuhe schieben kann, was hierzulande alles so daneben geht. Aber
Dazu habe ich ab sofort keine Lust mehr. Jetzt wird zurückgeschossen. Bloß weil ich nie zur Generation Golf gehört habe, bin ich noch lange nicht die Trabi-Tante der Nation. Und von wegen, ich hätte die Demokratie nie gelernt. Ich weiß zum Beispiel ganz genau, wer Ludwig Adenauer war. Und ich kenne auch seine beiden Nachfolger, Heinz Ehrhardt und Henry Kiesinger. Und dazu brauche ich weder den 50-50-Joker, noch muss ich jemanden anrufen. Aber das scheint ja niemanden zu interessieren. Ich kann mir noch mehrmals täglich meinen Allerwertesten aufreißen, aber statt ein wenig Anerkennung ernte ich nur Hohn und Spott. Das gilt sogar für die eigenen Parteifreunde. Skinheads wie Laurenz Mayer machen sich über meine Frisur lustig. Letztlich hat mir sein unreifer CDU-Kindskopf einen Zettel mit der unflätigen Aufschrift Prinz Eisenherz vor der Geschlechtsumwandlung an meine Kostümjacke geheftet. Ich habe auch Gefühle. Außerdem will ich allein an meinen Taten gemessen werden, genau wie ein Mann. Gerhard Schröder wird ja auch nur an seinen Taten gemessen, obwohl er gar keine Taten tut. Der tut nur so, als täte er. Teuflisches Blendwerk ist das. Ich jedenfalls habe mich entschieden, Nubi, dem Täufer, in die Schlacht gegen das Böse zu folgen und bin nunmehr der erste weibliche Jünger, der dem kommenden Erlöser das Kommen erleichtern soll. Wobei mich das eigentlich auch nicht restlos befriedigt, denn ich denke mal, angesichts meiner beruflichen und sonstigen Qualifikationen sowie meiner besonderen menschlichen Eigenschaften wäre ich selbst als Erlöserin ein durchaus segensreiches Novum in der Geschichte des christdemokratischen Abendlandes. Also, was spricht dagegen, dass ich selber der Messias bin? So. Also, das sehe ich ja nun ganz anders. Im Gegenteil, ich, Friedrich Merz. Übrigens 1,98 Meter groß. Muss dem entschieden widersprechen. Was der Kollegin Merkel zum Messias fehlt, ist weniger das entsprechende Geschlecht als vielmehr ein globaler, westlich inspirierter Erfahrungshorizont, wie ich ihn zum Beispiel mein eigen nennen darf. Meine persönliche Sturm- und Drangphase Anfang der 80er Jahre hat meine armen, leidgeprüften Eltern schier in die Verzweiflung getrieben. Ich war von den Wilden meiner Generation der mit Abstand Wildeste. Ein rast- und ruheloser Rebell, ohne Nerven und Skrupel. Es sind einige ganz irre Geschichten passiert. Auch unschöne Dinge, ich will das überhaupt nicht unter den Teppich kehren. Es gab da mal so eine Sache mit meinem Mofa. Das hatte ich mit einem konspirativen Kumpel zusammen, illegal auf Hochleistung frisiert, und ich bin dann auch prompt erwischt worden, als ich mit einer minderjährigen Klosternovizin auf dem Sozius mit über 40 km/h in eine Radarfalle raste. Die Bullen, oh, Entschuldigung, haben mich danach durch die Fußgängerzone gehetzt und ich wäre ihnen auch beinahe entwischt, wenn sich meine 1,5 Meter lange Rebellenmähne nicht in den Mofa-Speichen verheddert hätte. Sogar mit Drogen machte ich damals schon so meine einschlägigen Erfahrungen. Ich wurde einmal in einem Partykeller vom Passivrauchen high und torkelte danach völlig orientierungslos durchs Haus meiner Gastgeber. Auch das hätte bös ausgehen können. Keine Woche später pinkelte ich morgens um 4 aus purem Protest direkt neben die Tür einer linken Studentenkneipe. Wenn es dafür Zeugen gegeben hätte, aber ja. Also ich muss Ihnen sagen, durch meine spezifischen Erfahrungen bin ich zum Heiligen quasi prädestiniert. Im übertragenen Sinne kann ich mit Fug und Recht von mir behaupten, ich war einmal ein echter Saulus.
bevor ich zum Paulus reifte. Danke, danke, nicht nötig. Ah, okay, Herr Hochwürden Hinze, da müsste ich jetzt also meine Beichte ablegen. Ich habe gesündigt, und zwar nicht nur einmal, sondern öfters auch mehrmals täglich und sogar direkt hintereinander im 5-Sekunden-Rhythmus. Und dafür hätte ich jetzt gerne die Absolution erteilt bekommen. Wäre das eventuell machbar? Aber selbstverständlich, Herr Ex-Tennisspieler. Oder darf ich auch meinen Sohn zu Ihnen sagen? Aber wieso mein Sohn? Gab es zu Ihrer Zeit auch schon Samenräuber? Nein, nein, hochgeschätzter Herr Boris. Das war rein sinnbildlich gesprochen, aber was das effiziente Bereuen von Sünden anbetrifft, da sind Sie bei mir genau an der richtigen Stelle. Ich bin ja nicht nur voll ausgebildeter Priester. Nein, nein, aufgrund meiner unerschütterlichen Glaubensstärke heiße ich in Christenkreisen oftmals auch Petrus Hinze. Der Fels in der Brandung des Bösen. Ey, dann sind meine ganzen Sünden jetzt also vergeben und vergessen, Herr Boris. Vergeben und vergessen. Dann machen wir das jetzt einfach öfters. Und Sie sind ab sofort mein geistlicher Berater, okay? Da hätte ich sogar ein sehr günstiges Angebot für Sie, Herr Boris. Machen Sie doch einfach mit bei unserem frisch gegründeten Jüngerkreis für die Vorbereitung der Ankunft des neuen Messias e.V. So tüchtige junge Männer wie Sie, die ihre Sünden aufrecht bereuen, sind am Tische des Herrn immer gern willkommen. Moment mal, was heißt denn hier neuer Messias? Ist denn der Alte nimmer die Nummer eins? Ja und nein, Herr Boris. Jedenfalls erwarten wir in Bälde die An- oder Wiederkunft einer neuen Nummer eins, um in Ihrem Fachjargon zu bleiben. Und dieser neue Messias wird dann das gesamte Erdenrund vom teuflischen Laster des sozialistischen und kommunistischen Restgedankengutes befreien. Mit Flammenschwert und Peitsche. Da wird dann ein lautes Wehgeschrei sein unter den roten Socken und anderen linken Lumpen. Aber unbeirrt wird der Gesalbte dem sozialistischen Nattern und Ottern gezüchtet, die Volksfrontflausen aus den neomarxistischen Eingeweiden prügeln. Das klingt ja richtig nach Surf und Wolle. Es freut mich, Ihren religiösen Geschmack getroffen zu haben, Bruder Boris. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen im Kreise unserer Jüngerschaft. Da bin ich jetzt also ein Jünger. Und was für ein Prachtexemplar. Denn nur wer bereit ist, Heim und Herd im Dienste des Herrn zu verlassen, ist auch ein verlässlicher Diener des Herrn. Das ist gut, weil im Verlassen, da bin ich voll super. Das ist prima, Bruder Boris. Dann lass uns nun gemeinsam Nobby den Täufer aufsuchen, auf dass er dir seinen heiligen Segen spende. Sau geil, jetzt bin ich drin. Sei gegrüßt, Rita. Was treibt dich denn in die Abwasserkanäle von Berlin? Das Gleiche könnte ich dich auch fragen. Volker. Mich jedenfalls lockt religiöses Verlangen. Mich dürstet nach spiritueller Befriedigung. Dann stimmt es also tatsächlich, dass sich hier in den Kloaken der Hauptstadt ein christlicher Geheimbund trifft. In der Tat, in diesem unappetitlichen Ambiente keimt die Saat des Guten und lässt ihre Früchte munter wachsen und reifen. Früchte, die uns Fromme zur demütigen Ernte einladen. Zurzeit soll ja sogar ein neuer Messias unterwegs sein. Boah. Hast du davon auch gehört? Dem ist so, denn so steht es geschrieben. In den uralten Prophezeiungen unserer Vormütter und Väter. Der Gesalbte wird wiederkehren, als bald Satanas sein keckes Haupt über die Christenheit erhebt
Und dieser Zeitpunkt ist nunmehr gekommen. Die Otternzunge hat unsere Herzen und Sinne betäubt. Und diese Otternzunge gehört keinem anderen als dem Gerhard Schröder. Denn dieser ist, und jetzt halte dich fest, Volker, der böse Belzebub. Das wundert mich jetzt aber. Herr Schröder ist seit diesem 11. September furchtbar nett zu mir. Pass bloß auf, Volker, sonst holt er dich noch. Aber zum Troste sei dir gesagt, der Erlöser ist nicht mehr fern. Er ist sogar schon ganz in deiner Nähe. Und wo genau, Rita? Tief in mir drinnen. Da steckt er. Nix für ungut, Rita. Jetzt willst du mich wohl ver... Nicht das Pfui-Wort, Volker. Äppeln. Zur göttlichen Leihmutter fehlt dir doch ganz eindeutig das richtige Maß an Jungfräulichkeit. Garstiger Volker. Jungfrau kann man auch im Geiste sein. Jedenfalls drang unlängst in einem feuchten Traume gebenedeiter Samen in mich ein und füllte mich sogleich wonniglich aus. Und ich spürte, wie das Zepter des Herrn in meinem Innersten pulsierte und sich endlich in aller Pracht und Herrlichkeit ergoss. Und so wandle ich nun als heilige Jungfrau Rita über das Erdenrund. Meine Hülle ist die Heimstatt des Herrn. Oh, ich würde dir ja gerne glauben, Rita. Dann tu's doch einfach, Volker. In mir nagen aber immer noch sehr schwere Zweifel. Ungläubiger Volker, hörst du denn nicht die Signale, himmlische Posaunenklinge und Engelschöre? Ich kann sie ganz deutlich vernehmen. Ja, ich bräuchte einfach einen Beweis. Kannst du den Messias nicht einfach mal erscheinen lassen? Volker, wie kannst du nur so eine ketzerische Frage stellen? Der Messias lässt sich doch nicht einfach vorführen wie ein dressiertes Huhn. Der kommt nur, wenn er will. Oh Gott, Volker, ich glaube, jetzt will er. Lass ihn kommen, Rita, lass ihn kommen. Er kommt, oh, wie es mich durchströmt. Lass ihn raus, Rita, lass ihn raus. Er ist da, Volker, er ist gekommen. Wer ist der Wurm, der da im Staube vor mir kriecht, sich wälzt im Schmodder wie ein Parasit, der aus Gekrösezotten seines Herrn die Lebenssäfte saugt, die Rührratte ist's? Hinfort, du ekle Kreatur, aus meinen Augen, meinem Sinn. Ich bin Messias Kinski, der alle euch, die auf feisten Knien vor mir rutscht und mir den Schwanz zum Wohlgefallen lutscht, mit Schleim und Scheiße tauft. Aus meiner Bahn, ihr Täufer, Jünger, Jungfrauen, Ehrenhalber, mir wollt ihr folgen, mir, mit euren kurzen Lügenbeinchen, mit euren leeren Schößen, trocken wie ein Wüstenwind. Oh, ich verachte sie, die Jüngerbrut. Ich liebe nur, wer mich nicht ehrt, nur der ist meine Gnade wert. Ich bin zum Gott gereift, um das Dogma zu zerstören, um all jene zu belohnen, die nicht auf Götter hören. Wer vor mir kriecht, der wird zertreten. Und wer mir folgen will, darf niemals zu mir beten. Ich, Kinski, der Erlöser, in einem Weibe wohnhaft, das mir graut. Ich, Kinski, der Gesalbte, weh dem, der auf mich baut. Ich folge auch. So eine historische Chance lässt sich ein Danico und Bendito nicht entgehen. Endlich ist sie da. Die wahre Revolution, ein neuer Messias. Das bedeutet Umsturz im Überbau. Für einen alten Barrikadenfuchs wie mich
ist das doch die ultimative Herausforderung. An mir hat jeder gesalbte Erlöser seinen Spaß. Man er sofort merkt, in seiner unendlichen Weisheit und göttlichen Eingebung, Danny LeRouge ist ein Profi, wenn es um Randale geht. Da bin ich ein Zelot der alten Schule, mit einem unstillbaren Bedürfnis nach physischer Auseinandersetzung. Ich fühle mich auch gleich wieder 30 Jahre jünger. Das sind historische Tatsachen. Revolution ist ein dynamischer Prozess. Da muss man flexibel sein, das bin ich. Danny LeRouge, flexibel und biegsam wie eine balinesische Tempeltänzerin. Ich war schon fundamentalistischer Antidogmatiker. Ich war Anarchist, ich war Oberrealo und ich bin ein dicker Kumpel vom Joschka. Da soll mir erst mal einer nachmachen. Und jetzt erscheint ein neuer Messias und ich folge ihm, obwohl ich der Meinung bin, Achtung, jetzt kommt das dialektische Moment. Ich folge ihm, obwohl ich der Meinung bin, der Messias sollte eigentlich besser mir folgen. Weil ich weiß, wo es lang geht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die einen sehen im Gerhard Schröder die Lichtgestalt einer zeitgemäß gewendeten Sozialdemokratie. Die anderen fürchten ihn als den Fürsten der Finsternis und bereiten sogar einen regelrechten Kreuzzug gegen ihn vor. Was ist denn da los? Am besten, wir fragen ihn gleich einmal selber. Herr Schröder, sind Sie der Teufel persönlich? Lieber Herr Böhme, sehen Sie denn irgendwo bei mir Hörner wachsen? Oder glauben Sie vielleicht, ich käme mit einem Pferdehuf in meine italienischen Maßschuhe von Galizio Torresi? Oder riecht es hier aufdringlich nach Schwefel? Aber jetzt mal wieder im Ernst. Ich nehme mit Verlaub sehr amüsiert zur Kenntnis, dass die Opposition die Erfolge meiner Kanzlerschaft auf übernatürliche Einflüsse zurückführen muss. Um nicht ihren eigenen Minderwertigkeitskomplexen zu erliegen. Also ich denke mal, die Kollegin Merkel wäre auch lieber mal so ein richtiges Teufelsweib. Und den Kollegen Stoiber kann ich doch nur aufrichtig bedauern. Der Kollege Stoiber ist doch schließlich und endlich und bundespolitisch betrachtet eine Nachwuchskraft. Und den Nachwuchs sollte man fördern und nicht verheizen. Und wenn Sie mich fragen, Herr Böhme, dann verheizen die Damen und Herren von der CDU-CSU den Edmund Stoiber auf eine ganz miese Tour. Finde ich nicht in Ordnung. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann vertreten Sie die These, die schlimmsten Gegner von Edmund Stoiber sitzen in seinen eigenen Reihen. Das ist längst keine These mehr, Böhme. Nehmen wir doch nur mal dieses schäbige Schmierentheater um das Zuwanderungsgesetz. Das ist so Shakespeare für geistig Arme. Mit Knattercharge Koch als Richard dem Dritten. Dem zerebral einfach strukturierten Peter Müller als essentieller Verkörperung sämtlicher Dorftrottel der Bühnenliteratur. Und jetzt auch noch dem Bundesverfassungsgericht als judikative Inkompetenz, ganz im Geiste des seligen Dorfrichter Adam. Und der Koch will auch selber Kanzler werden. Deshalb freut er sich ja auch wie ein Honigkuchenpferd, dass die CDU die Bundestagswahl verloren hat, damit er in 4 Jahren selber antreten kann, als unsympathischster Kanzlerkandidat nach 45.
Da kriege ich ja richtig Lust, auch noch mal. Gegen einen Kanzlerkandidaten anzutreten, der es mit seinem Judensternvergleich sogar geschafft hat, Hertha Däubler-Gmelin an Dämlichkeit in den Schatten zu stellen. Also bei Roland Koch denke ich manchmal, 10% weniger Hirn und er wäre ein Fall für die Hundesteuer. Jetzt mal wieder im Ernst. Ich finde es ein Stück weit rassistisch und diskriminierend, den Teufel grundsätzlich ins gesellschaftliche Abseits zu stellen. Ja, wo kämen wir denn dahin, wenn wir auf den Teufel gänzlich verzichten müssten? Da hätten wir doch auf der Stelle eine klerikal-stalinistisch geprägte Diktatur des Guten am Hals. Wollen wir ja wohl alle nicht. Bisschen Fegefeuer unterm Hintern tut uns allen gut. Ihnen übrigens auch, Herr Böhme. Also, wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche, dann spricht aus Ihnen ja doch so etwas wie Sympathie für den Teufel. Sympathy for the devil. Es war schon früher meine absolute Lieblingsmucke, zu der ich immer voll abhottete. Damals noch mit Hillu, oder wie hieß die gleich noch davor? Sie sind mir ja ein richtiger kleiner Satansbraten. Herr Bundeskanzler, wenn ich das mal so scherzhaft formulieren darf. Sie haben ja auch bei Ihrer Vereidigung wieder nicht auf Gott geschworen. Und Sie haben bei der Einweihung des neuen Kanzleramtes Gottes Segen abgelehnt und damit die Institution Kirche zutiefst brüskiert. Wenn Sie also nicht der Teufel persönlich sind, dann vielleicht ja doch so etwas wie der Anwalt des Teufels, der Advocatus Diaboli. Ich bin von Hause aus Jurist, Herr Böhme, das haben Sie völlig korrekt recherchiert. Herr Bundeskanzler, gestatten Sie mir eine letzte Frage, die durchaus kritisch gemeint sein könnte. Wenn ich Sie morgen noch einmal interviewen würde, bekäme ich dann die gleichen Antworten oder wäre es dann wieder der Schnee von gestern? Ja und nein, Herr Böhme, je nachdem. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler, und Luzifer zum Gruß. Luzifer dankt. Ich will die Liebe in eure Herzen werfen. Die Liebe, die über alles Bestehende hinausgreift. Ich will lebendige Menschen aus euch machen. Unsterbliche. O du heiliger Erlöser, welch wunderbare, wohlgesetzte Worte. Voll geil, der Messias. Jetzt ist er drin. O du Gebenedeiter und Gesalbter, der junge Bruder Boris und meine Wenigkeit stehen voller Demut vor dir, dankbar, dass wir deiner göttlichen Syntax und Semantik teilhaftig werden dürfen. Halt's Maul, du Schleim! Mich wirkt, wenn ich dich sehe. Hinfort, such dir ein faulend Fleisch als Wohnstatt. In Eiterbeulen halte dich versteckt. Und kränke meine Sinne nimmermehr. O du erhabener Heiland, sind diese deine Worte eventuell als Gleichnis zu verstehen? Wenn ja, so erbitte ich untertänigst um ein entsprechendes Zeichen. O, wie ist mir? Wo bin ich? Du bist immer noch in der heiligen Kloake, gepriesene Jungfrau Rita. Aber wo ist der Erlöser hin? Ich glaube, er hat sich ein wenig zurückgezogen. Eventuell fühlt er sich ja etwas unpässlich. Die wechselhafte Witterung könnte ihm aufs Gemüt geschlagen haben. Ich glaube eher, der Messias hat etwas gegen den Petrus Hinze. Ich glaube, der findet den irgendwie voll scheiße.
Also ich muss da sehr bitten, Bruder Boris. Oh, da kommen ja unsere Mitapostel. Ihr habt gerade eine geradezu sensationelle Erlösererscheinung versäumt. Er kam und offenbarte sich. Und er findet den Petrus Hinze voll Scheiße. Das ist der Beweis. Der Messias ist echt. Also ich weiß nicht, ob das als Beweis ausreicht. Da wären ja irgendwie alle der Messias. Der Messias ist echt. In mir steckt nichts Falsches. Und in mir steckt mal wieder rein gar nichts. Ja. Da zieht nun also eine denkwürdige Prozession nach Berlin. Mit einer fremdbeseelten Rita Süssmuth auf einem Esel reitend, eingerahmt von oppositionellen Jüngern mit Palmwedeln und angeführt vom ehemaligen Arbeitsminister Norbert Blüm, der sich lauthals Hosianna singend mit einer Weidenrute kasteit. Was geht denn da vonstatten? Ich möchte dazu noch einmal den Ältestenrat interviewen. Außerdem habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, den Filmemacher und Kinski-Kenner, Werner Herzog. Herr Herzog, Klaus Kinski als wiedergeborener Messias, ist es für Sie überhaupt vorstellbar? Alles ist möglich. Alles ist vorstellbar, denn der Klaus ist nicht sterbensfähig. Der Klaus ist ein Ewigkeitsbesessener. Der Klaus hat oft zu mir gesagt, in den stillen Momenten innerer Einkehr, wenn er sich von der eruptiven Schattenseite seines Genies erholte. Werner, hat er zu mir gesagt, Werner, wir sind Brüder des Unendlichen. Lass uns gemeinsam Galaxien gebären. Galaxien der Fantasie und des Wahns. Dann lassen wir jetzt mal den Benjamin des Ältestenrates zu Wort kommen, den Ex-Kanzlerkandidaten der CDU-CSU, immer noch Kanzlerkandidat in Wattestellung, der Schattenkanzler Edmund Stoiber. Herr Stoiber, so mitten unter christlichen Gotteskriegern, da müssten Sie sich doch eigentlich pudelwohl fühlen. Mein lieber Herr Böhme, was wir heuer in Berlin erleben, das ist eine tiefe Kränkung der christlich-sozialen Volksseele. Die Menschen in Bayern leiden, sie leiden allein an der Vorstellung, dass dort in der Bundeshauptstadt sodomistische Zustände bis in die postkommunistischen Kader hinein zur Normalität erklärt werden. Das ist für ein im katholischen Glauben fest verwurzeltes Volk wie das der Bajuwaren eine unerträgliche Provokation. Und da kann meines Erachtens nach auch nur noch ein Messias nachhaltig Abhilfe schaffen. Und dieser Messias, wenn er sich denn offenbart haben wird, darf auf meine uneingeschränkte Solidarität, ich wiederhole, uneingeschränkte Solidarität nicht nur hoffen, sondern auch bauen. Graf Lambsdorff, die Glaubenskrieger sind unterwegs zum Sturm auf Berlin. Der Thron des großen Verführers und mutmaßlichen Antichristen Gerhard Schröder könnte ins Wanken geraten. Wenn Sie eine Wette abschließen müssten, auf wen würden Sie setzen? Auf Mephisto Schröder oder auf die fromme Siebener-Bande? Mein lieber Herr Böhme, ich setze mein gesamtes Vermögen, inklusive Bestechungstantiemen, plus eine persönliche Anleihe auf sämtliche Zwangsarbeiterentschädigungszahlungen, auf Gerhard Schröder. Top, die Wette gilt. Also, wenn ich den Grafen so reden höre, da
Da kann ich nur sagen, mit Jesaja 5, Vers 25, und darum ist der Zorn des Herrn in Brand über sein Volk und er reckt seine Hand wider sie und schlägt sie, dass die Berge beben und ihre Leichen sind wie Kot auf den Gassen und bei all dem bleibt die Hand des Herrn ausgestreckt. Aber sonst ist alles in Ordnung. Ein Furz drang durch die Stille. Aus einem wohlvertrauten Maul, ich kenne dieses Lied. Zorn Gottes hieß er mich dereinst, ein Wicht, der sich mit Adelsnamen schmückt. Doch habe ich seine Wichtelfresse in den Morast gedrückt. An meiner Größe wollte der Zwerg sich ranken zum Lichte des Olymp empor. Ich wies ihm rasch die Schranken, Herzog nennt sich der unbegabte Tor. Schon wieder streckt er seine Mäusekrallen aus nach mir, mich ekelt vor dem Güllewurm. Noch mehr noch schaudert mich die Läusebrut, die nun meinen Banner trägt, auf ihrem Kreuzzug gegen ihresgleichen 7 ekle Schaben. Und ein garstig Täuferschwein wollen das Land vom Ochs befreien, Allianz der Arschapostel. Ersaufen sollen sie im Lügenbrei, ihr Schicksal wäre mir einerlei, jedoch die Gnomengeister haben Macht und wollen mehr. Sie wollen dem Teufel selbst die Hölle sein, dem Teufel, meinem Bruder. Wir saßen einst zur linken und zur rechten Seite Gottes, begruben Abel, straften Kain und sagten Nein zum Turm von Babel. Wir waren ein zärtliches Gespinst von lasterhafter Tugend und tranken aus demselben Kelch, der fieberheißen Jugend. Ach, Luzifer, du Geist von meinem Geiste, mit dem ich durch die Zeitenläufe reiste, dir wein ich stumme Tränen hinterdrein, von deinem Witz, oh, lass mich wieder kosten. Nie soll des Heilands Liebe rosten zu dir. Wenn auch die Sündenzähler schreien und zeternd ihre Flüche beten, komm, lass uns fleißig sie zertreten, die Kakerlakenkompanien, die froh und fromm vor mir dem Christengötzen knien. Ich greif die Peitsche mir und schlag sie aus dem Tempel. Dem feisten Rotschopf sei der erste Hieb geschenkt. An jeder Peitschenschlag gereiche ihm zum Stempel. Wer kommt denn da angekrochen? Danny Cohn-Bendit auf allen Vieren, mit der Hose auf Halbmast. Danny, hast du ein neues Hobby entdeckt oder kommst du direkt von der Prostata-Vorsorge? aber jetzt mal wieder im Ernst. Hier hat doch jemand gehörig den Arsch versohlt. Nicht nur den Arsch, Genosse Gerhard. Mein ganzer Rücken ist grün und blau. Ich muss dich warnen, Genosse Gerhard. Nobis Täufersekte ist hinter dir her. Die wollen dir die Hölle heiß machen, diese klerikal-faschistische Renegatenbande. Da gibt's nichts zu lachen, Genosse Gerhard. Die sind ziemlich gefährlich. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war schließlich dabei. Dann wolltest du mir also tatsächlich in den Rücken fallen? Aus rein dialektischen Gründen. Und aus den gleichen dialektischen Gründen falle ich jetzt den anderen in den Rücken. Revolution ist ein dynamischer Prozess. Und wer hat dich eigentlich so dynamisch verprügelt? Das war die Rita Süßmuth. Die hat einen Mods-Messias im Leib. Und jedes Mal, wenn sie den rauslässt, ist die Kacke ganz schön am Dampfen. Denn dieser Messias ist ein Brutalinski namens Kinski. Ja, schau dir mal die Striemen an, das ist nicht mehr witzig. Ja, ich könnte mich glatt darüber beölen. Sieht fast so aus, als hättest du bei deiner letzten Körperpflege die Duschkabine mit einem Wasserwerfer verwechselt.
Aber jetzt noch wieder im Ernst, dann. Ich bin ja zugegebenermaßen weltanschaulich betrachtet etwas instabil. Aber du bist gerade drauf und dran, den Begriff Wendehals völlig neu zu definieren. Aus rein strategischen Gründen. Damit dokumentiere ich eindrucksvoll meinen latenten Hang zur radikalen Politikfähigkeit und meinen Konsensextremismus als ökoliberaler Realo-Anarchist. Das heißt im Klartext, jedes Mal, wenn meine politischen Gegner meinen, sie hätten mich bei den Eiern gepackt, merken sie, dass sie gar nichts in der Hand haben. Also für so eine Binsenwahrheit würde ich mir nicht unbedingt die Finger schmutzig machen. Oh, da kommen ja deine Ex-Kameraden angaloppiert. Rita Süßmuth schwingt immer noch die Peitsche. Sieht fast so aus, als hättest du Sehnsucht nach deinem Steiß. Achtung, Genosse Gerhard, Rita Süßmuth bekommt ihren basedorfschen Blick. Dann kann der Messias nicht mehr weit sein. Freund Luzifer, du hier in diesem eitlen Haufen von Verlogenheit, wo Pestilenz und Eiterhauch aus Kakerlakenmäulern dringen und Fäulnishymnen ihre Schleimeshymnen singen. Dies ist kein Ort für dich, du edler Fürst der Finsternis. Lass uns das Geschmeiß erschlagen und eine neue Schöpfung wagen, geliebter Bruder, meine Hand zum Gruße. Jetzt reicht's aber. Darauf gibt's nur eine angemessene Antwort. Kreuziget ihn. Meine Rede sage ich doch die ganze Zeit, ja, natürlich. Hurra! C'est genial, kreuzigen ist klasse, da bin ich dabei. Wie damals bei der Französischen Revolution. Die Revolutionäre kreuzigen sich gegenseitig. Das ist Dialektik vom Feinsten. Wunderbares Schmierentheater. Etwas jedermann, eine Prise Faust und als Zugabe noch eine Portion Oberammergauer Passionsfestspiele. Oh, Luzifer. Deine Heiterkeit ist mir Balsam fürs Gemüt. Doch was ist das? Der Hinzewurm spitzt geil die Würmerlippen. Was wollt er von des Heilands Lippen nippen? Bleib mir vom Leib, ich bin nicht wild auf deinen Madenmund. Er ist hinfort. Ich hab ihn vor Schreck fahren lassen. Wen? Den Erlöser? Typisch. Wenn eine Wessi-Tussi einen fahren lässt, muss es immer gleich der Erlöser sein. Es war, wenn ich höflichst anmerken dürfte, der von mir geistesgegenwärtig nachgestellte Judaskus, der den moralisch instabilen Messias aus der Kollegin Süßmuth heraus exorzierte. Wer möchte noch geküsst werden? Ich hätte jetzt gerne ein Tic-Tac. Also ich bin ja, weiß Gott, nicht Sprüdel. Aber wenn mich der Peter Hinze derart geküsst hätte, hätte ich auf der Stelle mit einem Liter Domestos gegurgelt. Ja, der Judaskuss. Wäre ja auch eigentlich deine Aufgabe gewesen, Dani. Jetzt werd aber nicht politisch unkorrekt, Genosse Gerhard. Sonst wirst du dich unter Umständen noch mal schwarz-grün ärgern. Oh la la, wer kommt denn da angehumpelt? Der Ältestenrat mitsamt Erich Böhm. Die wollen bestimmt der Kreuzigung beiwohnen. Da kommt ihr aber zu spät, Leute. Der Messias ist bereits rückstandsfrei entsorgt. Ist ja wirklich mal eine interessante personelle Konstellation, auf die wir hier treffen. Der mutmaßliche Gott sei bei uns und Bundeskanzler Gerhard Schröder Seite an Seite mit dem notorischen Dauerüberläufer Donny Cohn-Bendit und dazu noch die Verschwörertruppe um Nuppi, den Huppi-Täufer.
Wäre das nicht ein paar Meter Zelluloidverschwendung wert, Herr Herzog? Ich möchte mich bitte noch einen Moment in absoluter Ruhe konzentrieren dürfen. Hier ist immer noch die Aura vom Klaus Kinski spürbar. Was habt ihr bloß mit ihm gemacht? Das war so. Der wurde vom Peter Hinze geküsst. Und es fand er so scheiße, dass er sofort abgereist ist. Vielleicht nach Monaco oder so. Jedenfalls hat er nichts hinterlassen. Nicht einmal die Adresse von seiner geilen Tochter. Es gibt noch mehr geile Töchter auf diesem Planeten. Boris, lass dir das nur einem Kenner der Materie gesagt sein. Bruder Teufel, hast du gehört, wie der Teufel eben eine verführerische Botschaft an unseren jungen Jünger Boris gerichtet hat, um dessen Sündenfall didaktisch und logistisch einzuleiten? Bruder Hinze, das Böse ist allgegenwärtig und deshalb müssen wir es ausmerzen, wenn der Messias für das Kreuz nicht mehr zur Verfügung steht. Ja, Kruzifix. Dann kreuzigen wir eben den Satan. Das ist gegen die Regel, Kollege Stoiber. Gekreuzigt werden immer nur die Messiasse. Oder wie die auch immer im Plural heißen mögen. Da bin ich aber froh, Kollege Altaußenminister, dass Sie das letzten Endes auch so sehen. Sonst könnte ich Sie ja glatt noch mit der Angst bekommen. Aber jetzt mal wieder im Ernst. Die anwesenden Kolleginnen und Kollegen übersehen eines. Der Messias, damals wie heute, schätzte und schätzt in erster Linie schwarze Schafe, verlorene Söhne, gefallene Engel, Töchter, andere biografisch gebrochene Persönlichkeiten. An euren Sünden hat der Erlöser Spaß. Eure Heiligenscheine könnt ihr selber putzen. So sieht's aus. Also den Schuh ziehe ich mir nicht an. Wegen mir muss ich kein gesalbter Erlöser langweilen. Auch ich, genannt Nubi der Teufel, habe Leichen im Keller. Weil es nur so raucht. Und ich erst. Bei mir rauchen die Leichen sogar selber noch. Die dampfen richtig. Auch ich bekenne mich. Zumindest zwei, vielleicht sogar drei Leichen in meinen bescheidenen Kellerräumen. Schön, wenn man seine Kellerleichen noch zählen kann. Also ich habe alle meine Leichen ordnungsgemäß katalogisiert. Und in UV-beständigen Klarsichthüllen. Verrottungssicher archiviert. Da sind wir ja wirklich mal bei einem interessanten Thema angelangt. Wer hat denn noch Leichen im Keller? Oder auf dem Speicher? Oder vielleicht sogar in der Tiefkühltruhe? Boris Becker. Meine Tiefkühltruhe gehört jetzt der Babs. Ich glaube, ich hatte auch einmal eine Leiche im Keller liegen. Oder war das eine vom Müllemann sein? Bei mir war das jedenfalls immer so. Meine Leichen lagen grundsätzlich in anderen Kellern. Dadurch hatte ich mehr Stauraum und nie etwas zu verbergen. Und bei mir war das folgendermaßen, ich hatte als 14- bis 15-Jähriger um mein Taschengeld ein wenig aufzubessern, hin und wieder sogar mal mit Kellerleichen gedealt. Plötzlich war die Drogenfahndung hinter mir her. Herr Merz, ich möchte Ihre wirklich sehr spannende Ausführung äußerst ungern unterbrechen, aber der Herr Herzog zupft mich die ganze Zeit am Ärmel. Herr Herzog, warum zupfen Sie? Wo ist Klaus? Ich spüre, dass der Klaus hier war. Da diese Frau
wenn ich an ihr rieche. Ich bin Frau Süßmuth. Und an mir wird nicht gerochen. Das ist ungehörig. Aber ich rieche Klaus an dir. Was hast du bloß mit ihm gemacht? Ich hab ihn vor Schreck fahren lassen. Ich muss ihn suchen gehen. Klaus, wo bist du? Ich bin Svenna. Klaus, ich will einen Film mit dir machen. Einen Film über die Dimension von Raum und Zeit hinweg. Melde dich, Klaus. Solange der Werner Herzog jetzt den Klaus Kinski vor und hinter dem Horizont sucht, kehren wir doch wieder zu unserem Kellerleichen-Thema zurück. Herr Mephisto Schröder, haben Sie auch Leichen im Keller? Oder begnügen Sie sich mit den dazugehörigen Seelen? Lieber Herr Böhme, dazu kann ich nur sagen, meine Leichen leben noch. Und die Frau Merkel, was hatten die im Keller? Ich komme aus dem Osten, ich habe keinen Keller. Und wenn dieser Herr Herzog mal an mir gerochen hätte... Jetzt wird's aber geschmacklos. Dann hätte er feststellen müssen, wer steckt keiner, und hat auch nie einer gesteckt. Da kann ich noch so sehr pressen. Sehen Sie? Nix. Gibt da halt mal mehr Mühe beim Pressen. Angela, vielleicht kommt ja dann doch was. Jetzt spüre ich tatsächlich was. Ich glaube, eben ist wer in mich reingefahren. Weiterpressen, Schwester Angela, immer feste weiterpressen. Vielleicht steckt ja in dir der wahre Messias. Jetzt kommt er. Er kommt und wie er kommt. Lustigerweise bin ich am Tage Ihrer Wahl zur CDU-Parteivorsitzenden mit meinem Bioplasmakörper direkt in Angela Merkel gefahren. Ich habe bei dieser wahlkreisigen Mission einer revolutionären Hirnbesetzung mit den heftigsten Widerständen seitens der Hirneigentümerin gerechnet. Aber diese Befürchtungen waren gegen sich umgegangen. Angela Merkels Bewusstseinsebene besitzt weder Schloss noch Riegel. Wozu auch? Schließlich konnte ich in ungehindert Wanderungen durch ihre Ganglien nichts entdecken, was in besonderem Maße schützenswert gewesen wäre. Weder ihre konterrevolutionären Synapsen noch ihre revisionistischen Hemisphären lieferten irgendwelche Hinweise auf das Vorhandensein irgendeiner erwähnenswerten Begabung, auch nur im entferntesten Sinne. Genossen. Der sozialistische und antirevisionistische Kampf der Arbeiterklasse geht weiter. Vorwärts immer, um Mephistos Willen. Was macht denn der Peter Hinze da? Wieso nähert sich mir dieser peinliche Pastor mit gespitzten Lippen? Nein, nicht küssen. Nicht küssen. Ah!
Don Andoria, der Kollege Hinze, küsst ja wirklich wieder Leibhaftige persönlich. Das war eben der große Exorzismus. Die fachgerechte Teufelsaustreibung ist die stärkste Waffe der Christenheit gegen die Achsenmächte des Bösen. Unsere große und heilige Brudernation, die USA, haben sich bis heute den Exorzismus auf ihr gesegnetes Banner geschrieben. Wer jemals dieses wunderbare Filmepos, diese sensible Leinwandstudie Der Exorzist gesehen hat, der wird für alle Zeiten begriffen haben, die Amerikaner sind die wahren Helden im Exorzieren. Das Böse muss mit Stumpf und Stiel, Stängel und Stempel, Mann und Maus, Kind und Kegel bis auf die Wurzeln ausgerottet werden. Und wie dereinst die große Hure Babylon, so soll auch Bagdad im Pfuhl aus Feuer und Schwefel versinken. Im Namen des Bush-Vaters, des Bush-Sohnes und des heiligen Buschbrands. Ja, und Moment, bevor wir jetzt hier auch noch in einen heiligen Krieg gegen den Irak ziehen, erkläre ich den heutigen Event Kraft meines Amtes für beendet. Die Damen und Herren Hobbyjünger gehen jetzt am besten alles schön brav nach Hause und lassen mich in Ruhe weiterregieren. Kanzler sein ist nämlich kein schlecht bezahlter Job und sollte demgemäß weltlich orientiert sein. Keine weiteren Einwände, dann darf ich Sie jetzt verabschieden. Kommen Sie gut nach Hause. Schönen Gruß an die Familie und tschüss.